Sehr geehrter Herr Stiftungsratsvizepräsident, lieber Rainer Gopp, sehr geehrter Herr Botschafter Garmonin, freut mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind, Exzellenzen, Honorationen, freut mich auch, Sie heute begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Vasili Zeredeli, stellvertretend für den Künstler, möchten Sie ganz herzlich hier im Landesmuseum begrüßen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde des Landesmuseums. Ich freue mich immer wieder, es ist immer wieder ein schöner Anlass, hier ins Landesmuseum eingeladen zu werden. Es ist immer wieder eine schöne Gelegenheit, angefragt zu werden, ein paar Grußworte zu entrichten. Und für die heutige Sonderausstellung habe ich das natürlich sehr, sehr gerne getan. Ich habe das zweifach gerne getan, natürlich in meiner Funktion als Honorarkonsul für die Russische Föderation und zum anderen, weil es um ein spannendes Thema geht, Persönlichkeiten. Es könnte wieder einmal nicht treffender gewählt sein in einer Zeit, an der es doch manchen von uns an Persönlichkeiten mangelt, halten wir uns hier mit diesem Thema und es sollte für uns doch auch zur Anregung Anlass geben. Und zum anderen freut es mich natürlich sehr, Surab Zeredeli hier im Landesmuseum, wenn auch nicht persönlich, aber doch willkommen heißen zu können mit seiner wunderbaren Ausstellung. Dieses inspirierende Nachdenken sollte uns wirklich auch zum Nachdenken anregen und ich freue mich deshalb besonders, mich hier in den Reigen jener stellen zu dürfen, die ein paar Grußworte an Sie richten dürfen. Wir haben es gehört, Kultur kennt keine Grenzen, dass Kultur die Menschen und Völker verbindet, ist einfach eine Tatsache und ich erwähne es in den meisten meiner Reden hier und ich tue das auch immer wieder, weil man das nicht oft genug sagen kann, weil wir uns daran auch eben halten können. Dies gilt, und das ganz besonders für die Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Russischen Föderation. Das ist gelebte Kultur, das ist gelebtes Miteinander, das ist gelebter Kulturaustausch. Ich zähle Ihnen nicht alle Ausstellungen der vergangenen Jahre auf, sonst verlängere ich diese Eröffnungsrede wirklich auf Sonenti. Und ich möchte dafür einfach ganz, ganz herzlich danken, dass das im Landesmuseum möglich ist. Es ist aber nicht nur der Ausstellungscharakter, sondern es ist immer auch die Ebene der Menschen, die Ebene der Persönlichkeiten, die hier zusammenkommen und damit diese Ausstellungen auch immer erlebbar machen. Und dies ist bei dieser Farbenfroheit, das ist bei Surab Zeredeli in ganz besonderem Maße der Fall. Die Eröffnung der heutigen Sonderausstellung ist für uns alle hier nicht nur eine weitere Vertiefung der in den letzten Jahren äußerst intensiv gelebten und auch gepflegten, vor allem durch dieses Haus gepflegten kulturellen Beziehungen unserer beiden Länder. Sie ist meines Erachtens ein glanzvoller historischer Höhepunkt unseres kulturellen Austausches der letzten Jahre. Denn, wir haben es gehört, Surab Zeredeli gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern unseres Globus. Sein großes Werk und Schaffen ist im wahrsten Sinne des Wortes monumental. Es ist erhaben, es ist einzigartig und ist emotional prachtvoll zugleich. Geschätzte Gäste, berühmt ist unser heutiger Gast vor allem durch seine, wir haben es gehört, überdimensionalen, beeindruckenden Skulpturen und Denkmäler geworden. Diese finden sich in allen Kontinenten und über viele Länder dieser Welt. Wir haben es von Rainer Vollkommer schon gehört. Es ist von Montevideo über Paris, über Frankreich, über New York. Und meistens sind es auch historische Ereignisse und Persönlichkeiten, die damit verbunden sind, die hier abgebildet werden. Ich möchte die nicht alle aufzählen, ich habe ein paar hier erwähnt, die wurden schon erwähnt. Ich möchte viel mehr darauf eingehen, was diese Monumentalität bedeutet. Ich glaube, wenn man vor so einer Skulptur steht, zeigt es sich immer wieder, wie unbedeutend man dann auch selber ist, wie klein man dann auch selber ist und wie wichtig man sich eben selber nicht nehmen muss, wenn sich auch manche Leute wichtig nehmen wollen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Verdienste von Surab Zeredeli und unsere kulturelle Völkerverbindung ist universell, sie ist aber auch wirkungsvoll zugleich. In der Aussendung zur heutigen Sonderausstellung stand geschrieben, ich zitiere, Monumentalität beschreibt Surab Zeredelis Kunst am besten. Alles ist monumental bei ihm, seine Skulpturen, Malereien und Zeichnungen. Monumentalität meint hier Größe, sie meint Pracht im besten Sinne des Wortes, bedeutungsvoll und erhaben in seiner menschlichen Dimension. Seine Werke vermitteln ein religiöses und mythisches Gefühl zugleich. Ja, ich hatte selbst das Privileg, mich von dieser Monumentalität und Mystik inspirieren und anstecken zu lassen. Vor 4 Jahren war es mir nämlich während eines Moskau-Aufenthaltes vergönnt, das Privatmuseum des Künstlers, seine Art Gallery, zu besuchen und dort eine persönliche Führung von ihm zu erhalten.
diese besonderen Eindrücke, die hallen bei mir bis heute ja wirklich nach. Meine lieben Gäste, es ist auch nicht verwunderlich, dass dieses beeindruckende Lebenswerk unseres heutigen Hauptakteurs internationale Beachtung gefunden hat und ihm ruhmreiche Auszeichnungen sehr zahlreicher Art schon zugekommen sind. Er ist nicht nur Präsident, langjähriger Präsident der Russischen Akademie der Künste, er ist Träger des Ordens der Völkerfreundschaft, das möchte ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich betonen, seit vielen Jahren UNESCO-Botschafter, ebenso korrespondierendes Mitglied der Französischen Akademie der Künste in Paris und auch der Königlichen San Fernando Akademie der Künste in Madrid. Ja, auch diese Liste könnte man beliebig lange fortführen. Ich danke Ihnen, liebes Enkelkind von Zurab Zelek Deli, ganz herzlich, dass Sie uns diese Ausstellung hier ermöglichen, dass Sie als Direktor Ihres Museums mit unserem Direktor unseres Museums hier zusammenarbeiten, dass diese Art der Ausstellung in diesen Räumlichkeiten unseres Landesmuseums möglich ist. Wir haben es gehört, das braucht viel Vorlaufzeit, das ist nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen. Für diese lange Vorlaufzeit, für diesen langen Atem, für dieses lange Engagement möchte ich mich bei diesen Herren, bei den beiden Direktoren ganz, ganz herzlich bedanken und ich möchte alle auffordern, jeweils in ihren Verantwortungen beide Direktoren auch weiterhin so zu unterstützen, wie sie das verdient haben. In diesem Sinne freue ich mich schon, dann auch die Werke auf uns jeden wirken zu lassen und ich hoffe, dass ihr dann auch entsprechend monumentalen Genuss mit nach Hause nehmt. Vielen Dank.